Wir haben die Erfahrung mit dem Pipefeeder und dem Multiframe gemacht, dass die Kühe sich sehr gut hinstellen, also der Winkel einfach schöneres Arbeiten damit ist und der Pipefeeder sehr gut dosiert und es auch viel mehr Ruhe im Melkstand vorhanden ist. Mein Name ist Linda Segers, wir haben einen Milchviehbetrieb mit ökologischer Wirtschaftsweise im Kreis Westerwald. Wir haben 120 Milchkühe, 60 Nachzucht. Dann haben wir außerdem noch eine 110 kW Biogasanlage. Diese Entscheidung ist zustande gekommen, dass wir wieder im Melkstand melken, weil wir die Umstellung von konventionell auf Bio hatten oder noch in der Umstellung sind und die unsere Kühe wieder Weidegang bekommen. Die Erfahrung mit Weiden und Kombination Füttern ist sehr gut. Dadurch, dass das Melken sowieso morgens und abends stattfindet und man das Füttern dann gleichzeitig miterledigen kann, also die Kraftfutterfütterung im Sinne, haben die Kühe dann Zeit genug auf der Weide oder auch am Futtertisch in Ruhe ihr Grünfutter aufzunehmen. Bei Eintritt in den Melkstand wird die Kuh erkannt, gibt es an ihrem Platz, stellt sich richtig hin und bekommt dann ihr Futter ausgeworfen. Der Pipefeeder sorgt dafür, dass die Futterausgabe während des Melkvorgangs optimal aufgeteilt ist. Sie bekommen jeweils kleinere Mengen gefüttert, also bis 300 Gramm und das dann fünfmal. Das Kraftfutter fällt hier hinten, dann dreht es sich eine Umdrehung, öffnet sich, sodass das Kraftfutter runterfallen kann, schließt dann anschließend wieder, sodass die Kuh, wenn die dagegen stößt, sich nichts nachrieselt und sich nicht selber belohnen kann. Es ist sehr ruhig im Melkstand, weil die Kühe die ganze Zeit während des Melkvorgangs mit dem Fressen beschäftigt sind. Durch die Ruhe im Melkstand merken wir schon, dass beim Vormelken die Milch besser kommen lassen. Wir sehen hier ein Pipefeeder an. Ein einzigartiges Füttersystem mit einem 3-in-1-Konzept. Hier sehen Sie den kompletten Vorrat, das Fallrohr und die Dosiermechanismus in eins. Ein starkes Edelstahlprodukt mit einem Kunststoff, hochwertiges Kunststoff, wobei die Motor oben Außenbereich von den Kühen ist. Durch die Mitte läuft eine Welle von oben bis unten, bis die diese Spiralform bekommt. Und von unten aus dosieren wir. Dadurch haben sie weniger Lärm und weniger Staub. Bei jeder kompletten Umdrehung bewegt sich das Futter nach oben und nach hinten, wodurch es in einmal runterfällt und die Auswurf blockiert wird. Mit dieser Spirale können wir nicht nur normale Paletten füttern, aber auch eigene Getreide und Schrot. An die Hinterseite sehen Sie auch an Perforierung, wodurch das Luft gut durch die Dosierer hinkommt, trocken und sauber bleibt. Hier sehen Sie das Multiframe. Ein Melkstandgerüst für jede Fischgräte, Typ und Version. Zuerst hier die 30 Grad Variante, wobei unsere perforierte Futterschale eingebaut ist. Diese 30 Grad Stand ist aber auch zu erweitern zu einem 45, zu einem 60 oder eben die 70 Grad. Jeder Grad ist möglich mit unserer Standard 30 als Basis. Wir sind sehr zufrieden damit. Wie gesagt, die Kühe gehen super da rein, stellen sich gut hin. Unsere Erfahrung mit der Futterschale von Multiframe ist gut. Sie lässt sich gut reinigen, dadurch, dass sie rund ist. Und dadurch setzt sich auch kein Futter in den Ecken ab. Das Multiframe lässt sich gut sauber machen. Durch die Perforierung in der Schale, also die Löcher, läuft das Wasser nach dem Reinigen ab. Außerdem bleiben keine Futterreste in der Schale für den nächsten Melkvorgang. Der große Vorteil unseres neuen Melkstands ist, dass keine Kraftfutterbrocken auf der Erde liegen. Der Standwinkel, der steile Standwinkel der Kuh optimal zum Anhängen ist, für uns jetzt. Ich würde den Pipefeeder und Multiframe anderen Milchviehhaltern empfehlen. Es lässt sich gut reinigen, es sind keine Ablagerungen vom Kraftfutter in der Schale nach dem Reinigen mehr vorhanden und die Ruhe beim Melken.